Herr Präsident Johannes, wir haben ja gerade folgende Situation, was die Korruptionsbekämpfung in Ihrem Land betrifft. Europa lobt, was passiert. Man sieht im Fernsehen und in den Medien fast jeden Tag Ermittlungen, Festnahmen etc. Moldau hat eingeladen, die Chefin der Antikorruptionsbehörde, Ihnen zu helfen. Bulgarien plant ein ähnliches Modell. Ja, aber interessanterweise in Rumänien selbst sind Politiker, die bis dato ja gar nicht so besonders miteinander konnten, in der Ablehnung dieser Behörde seltsam vereint, sprechen von Exzessen der Justiz, während es doch eigentlich eher Exzesse der Korruption sind, von denen bisher die Rede war. Jetzt haben Sie sich zu Wort gemeldet. Warum und wie sehen Sie das? Rumänien befindet sich zurzeit in einer sehr intensiven Phase der Korruptionsbekämpfung. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach für das Land, das ist nicht einfach für die Staatsanwälte und das ist natürlich nicht einfach für die Politiker, die unter Umständen vielleicht das eine oder andere nicht ans Tageslicht lassen wollen. Wir haben seit einigen Jahren in Rumänien eine relativ effiziente Korruptionsbekämpfung gehabt. Antikorruption habe ich mir auf die Fahne geschrieben, schon im Wahlkampf. Und entsprechend haben wir jetzt eine intensivere Phase der Korruptionsbekämpfung. Es kommt natürlich ganz darauf an, wen man in Rumänien fragt, wie er das sieht. Weil wenn man die Politiker fragt, dann sind sie oft recht unzufrieden mit den Prozeduren, mit der Intensität dieser Aktionen. Wenn man die einfachen Leute aber fragt, dann sind die durch die Bank alle sehr zufrieden, dass endlich jemand etwas richtig Effizientes unternimmt, um die Korruption in Rumänien in diesem Fall natürlich zu bekämpfen, auf mittlere und lange Sicht natürlich größtenteils auszuschalten. Die guten Erfolge der Korruptionsbekämpfung in Rumänien, wie Sie richtig gesagt haben, haben sich herumgesprochen. Nachbarländer wollen unser Rezept wissen, wollen ähnliche Aktionen vorbereiten, eventuell auch starten. Ich denke, wir sind in einer Phase, wo die Korruptionsbekämpfung schon erste wichtige Resultate zeigt. Und es ist natürlich so, dass, weil viele Politiker irgendwie bremsend auftreten wollen, ich mich entschlossen habe, vor wenigen Tagen wieder etwas zu dem Thema zu sagen und habe damals der Öffentlichkeit gesagt, ich finde erstens einmal, Korruptionsbekämpfung muss mit voller Energie weitergehen, muss mit aller Kraft vorangebracht werden und muss so lange passieren, bis die Korruption schlicht verschwindet. Das gibt kein anderes Rezept. Korruption ist nicht ein Schönheitsfehler. Korruption ist ein Riesenproblem für ein Land wie Rumänien. Korruption wirkt sich entwicklungshemmend aus. Und das nicht in manchen Bereichen ja und in manchen nein, sondern insgesamt. Von daher ist Korruptionsbekämpfung nicht eine Art Hobby von mir oder von anderen, die das unbedingt wollen, sondern es ist eine absolute Notwendigkeit für Rumänien, so es sich weiterentwickeln will. Ich möchte, dass Rumänien sich weiterentwickelt, meine Wähler wollen das auch, die Bevölkerung möchte das und von daher, soweit es an mir hängt, wird es weitergehen. Jetzt ist es aber so, dass die Politiker, deren Namen Sie nicht genannt haben, das fängt ja an mit Ministerpräsident Ponta, Ihr Amtsvorgänger Basescu, die jetzt sehr starke Kritik üben, auch einen Gesetzentwurf schon durch den Senat bekommen haben, der die Korruptionsbekämpfung tatsächlich erschweren soll, der auch Staatsanwälte und Richter wieder eher einschüchtern könnte. Wie geht's da weiter? Wenn das durchs Parlament kommt, müssen Sie das unterschreiben. Werden Sie es unterschreiben? Zu diesem Thema habe ich auch Stellung bezogen. Ich finde, dass diese verschiedenen Ansätze der Änderungen an den Gesetzen, die eben diesen Bereich regeln, nicht gut sind. In dieser Phase soll man an den Gesetzen nicht herumdrehen. Ich werde natürlich versuchen, auch öffentlich mich dagegen auszusprechen, was ich schon getan habe, aber es gibt auch genügend Instrumente, die der Präsident zur Hand hat, um eben solche Aktionen wohl auch zu stoppen
oder im allerschlimmsten Fall so lange aufzuschieben, bis der Schaden begrenzt ist. Zum Beispiel welche Instrumente? Nicht unterschreiben, zurück ins Parlament geben, aber dann? Jede Gesetzesvorlage kann der Präsident einmal ins Parlament zurückschicken. Das Parlament wird natürlich dann noch einmal darüber befinden. Wenn das alles nichts fruchtet, dann kann ich die Gesetzesvorlage auch vors Verfassungsgericht schicken. Überlegen Sie sich das? Ja, das überlege ich mir allen Ernstes, weil ich möchte schlicht nicht, dass diese Art von Gesetzesänderungen jetzt während dieser intensiven Phase der Korruptionsbekämpfung stattfindet. Später, über Jahre, wenn Korruptionsfälle, hoffe ich zumindest, dann nur noch vereinzelt auftreten, kann man natürlich über eine Novellierung der Gesetze nachdenken, wenn die Praxis zeigt, dass das notwendig ist. Wenn nicht, nicht. Das sind jetzt ja doch sehr klare Worte. Das sind auch Worte, die von Ihnen erwartet wurden beim Wahlsieg. Dann haben Kritiker gesagt, Sie sind jetzt so sehr ruhig gewesen. Die Kritiker loben jetzt, dass Sie auf den Barrikaden seien, im positiven Fall. Sind Sie auf den Barrikaden? Ja, ich war von Anfang auf den Barrikaden. Es ist nur so, dass mein in Anführungsstrichen Schweigen nicht ein wirkliches Schweigen war. Ich wende mich relativ selten an die Öffentlichkeit, für rumänische Verhältnisse selten, vielleicht alle 2 Wochen, alle 3 Wochen, was im europäischen Vergleich schon häufig darstellt. Und meine Ausdrucksweise und meine Art und Weise, wie ich die Sachen dann beim Namen nenne, ist schon recht unterschiedlich, wenn man das mit der Ausdrucksweise meines Vorgängers vergleicht. Wohl eher aus dem Vergleich her hatten manche den Eindruck, dass ich etwas wenig rede, aber ich weiß schon, wann ich meinen Gedanken auch einen Ausdruck verleihen soll. Wie würden Sie denn derzeit das Verhältnis zum Ministerpräsident Ponta beschreiben? Der ist ja öffentlich so generös und verteilt auch Zensuren, sagt, Sie machen Ihren Job ganz gut. Ja. Eines der Themen, die ich für wichtig erachtet hatte und eigentlich eine Art Leitthema meiner Wahlkampagne, meines Wahlversprechens war, ich möchte Politik anders machen als in den letzten 10 Jahren. Anders, das heißt weniger Gerede, mehr praktische Resultate, weniger Show und eher etwas mehr seriöse Arbeit. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man nicht jeden Abend in eine Talkshow geht als Präsident und da lang und breit erklärt, was man von der Politik hält. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass man nicht ständig in der Öffentlichkeit unterschiedliche Meinungen zwischen Institutionen und Politikern im Fernsehen austrägt. Die Art und Weise, wie ich mit dem Premierminister zusammenarbeite, definiere ich als institutionell korrekt. Wo es notwendig ist, sprechen wir über die Dinge. Wir sind bei weitem nicht immer der gleichen Meinung. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Er macht auch Reisen, aber wir sprechen miteinander. Und da, wo es dann um wichtige Sachen für Rumänien geht, haben wir meistens auch eine Lösung gefunden, die für beide Seiten tragbar war. Und die Reisen, die er da so macht, das sehen Sie drüber hinweg? Es gab erst eine. Ich habe nicht drüber hinweg gesehen, ich habe mich dazu geäußert. Es gab eine Dienstreise, die der Premierminister in die arabischen Staaten angetreten hat, ohne mit mir vorher darüber zu sprechen. Das fand ich nicht gut. Das habe ich dann auch öffentlich gesagt, dass ich das gar nicht gut finde, weil Außenpolitik soll man auf jeden Fall im Interesse des Landes machen und vorher mindestens kurz besprechen. Und ich hoffe, dass wir das Thema in absehbarer Zeit dann auch klären und anders angehen. Zur Außenpolitik möchte ich dann auch gleich kommen. Bleiben wir noch bitte ganz kurz bei der Innenpolitik. Sie haben schon angesprochen, Sie setzen sich nicht ständig in jede Talkshow. Der Zustand der Medien in Rumänien ist ja auch, sage ich mal, teilweise besorgniserregend. Es gibt ja einen regelrechten Kampagnenjournalismus, auch gegen diese Antikorruptionsbehörde. Ja, die Medien in Rumänien sind teilweise sehr partisan eingestellt und das hat ganz unterschiedliche Erklärungen. Die Medien sind auch immer sehr stark
in die Wahlkampagnen eingebunden, für die eine oder für die andere Seite. Und das führt dann dazu, dass Journalismus bei uns eher selten objektiv ist und häufig partisan, das heißt auf der einen oder auf der anderen Seite. Das führt dann zu einer spezifischen Note. Die Talkshows sind dann entsprechend alle früher oder später in einer hohen Tonlage geführt, was meines Erachtens die Sache auch nicht besser macht. Ich denke, man sollte inklusive in Talkshows eher sachlich, objektiv über die Dinge sprechen, dann kann man auch vielleicht Lösungen finden. Aber natürlich, ein ruhiges Gespräch bringt ja keine großen Einschaltquoten und da sind wir dann schon beim Problem. So eine Mentalitätsänderung geht wahrscheinlich auch erst langsamer, so ähnlich wie bei Korruptionsbekämpfung, könnte ich mir vorstellen. Wir sind jetzt nach einer 10-jährigen Etappe, wo Politik Hauptsache eine Angelegenheit der Talkshows war. Da mache ich jetzt nicht mehr mit. Da müssen alle ein bisschen umdenken und ich denke, das ist ein Prozess, der etwas dauert. Eine Frage noch zur Innenpolitik. Jetzt haben Sie mit Ihrer liberalen Partei auch Schlagzeilen gemacht. Da gibt es interne Querelen. Wie stark fühlen Sie noch den Rückhalt in Ihrer eigenen Partei? Ich gehe davon aus, dass meine Partei, in Anführungsstrichen, ich sage gleich warum, nach wie vor zu mir hält. Als Präsident darf ich nicht Parteimitglied sein, laut rumänischer Verfassung. Ich bin also aus meiner Partei ausgetreten, aber ich denke, dass nach wie vor das, was wir eben gemeinsam aufgebaut haben, auch weitergeführt wird. Von mir auf jeden Fall und ich bin eigentlich sicher, dass das auch in der Partei passiert. Dass es in der Partei allerhand Diskussionen gibt, das ist nicht weiter verwunderlich. Wir sollen uns nur kurz zurückerinnern, die Partei als die jetzt existente nationalliberale Partei ist aus der Verschmelzung von zwei großen Parteien entstanden, der ehemaligen nationalliberalen und der ehemaligen demokratliberalischen Partei. Parteien, die eine teilweise turbulente Geschichte hinter sich haben. Man war auch gemeinsam in Regierungskoalitionen, man war aber auch gegeneinander in verschiedenen Kombinationen. Das lässt Spuren, dass wir es geschafft haben, in wenigen Monaten auch die beiden Parteien zusammenzuführen und auch die Präsidentschaftswahl zu gewinnen. Glaube ich, kann sich jeder vorstellen, dass es gar nicht einfach war. Und es ist nun mal naturgemäß noch nicht so weit, dass die Verschmelzung der beiden Parteien perfekt ist. Es gibt nach wie vor ein Wir-Bewusstsein der ehemaligen liberalen Parteimitglieder, genauso wie es ein Wir-Bewusstsein der ehemaligen demokratliberalen Mitglieder gibt. Das führt unter Umständen dann auch zu Reibereien. Ich denke, man soll diese Sachen aber nicht übertreiben. Man soll das als, ja, nicht notwendig, als ärgerlich nehmen, aber bedrohlich oder bedenklich ist es nicht. Jetzt werden am Wochenende Demonstrationen erwartet gegen den illegalen Holzkahlschlag in Rumänien. Ihnen wurde immer wieder vorgeworfen, Sie hätten eine gewisse Nähe zum österreichischen Investor Schweighofer. Das lässt Sie kalt, Sie haben es ja auch mehrmals jetzt schon klargestellt, aber fürs deutsche Publikum, wie stehen Sie dazu? Ja, ich kenne die Leute gar nicht. Ich habe keine Nähe, keine Ferne und ich denke auch nicht, dass Gesetze für einen Unternehmer oder für eine Unternehmergruppe gemacht werden oder gemacht werden sollen. In diesem Sinne ist das völliger Blödsinn, dass ich da irgendwelche Lobby für ein österreichisches Unternehmen mache. Das ist eine Annahme, die irgendwelche Politiker in Szene gesetzt haben, weil ich deutscher Abstammung bin, Österreicher auch irgendwie. Das hat mit der Realität absolut nichts zu tun. Es ist aber so, dass es diesen illegalen Abbau gibt. Ich persönlich bin strikt dagegen. Als Präsident bin ich strikt dagegen, habe das auch in der Öffentlichkeit immer wieder klar zum Ausdruck gebracht.
Es ist andererseits nicht von der Hand zu weisen, dass da mindestens zwei Lobbygruppen gegeneinander kämpfen und versuchen dann möglichst viele Politiker irgendwie mit in diesen Kampf hereinzuziehen oder wenn es nicht funktioniert, so wie in meinem Fall, dann eben eine Schlammschlacht veranstalten wollen. Dass viele, vor allem junge Leute, gegen diesen Abbau protestieren, finde ich gut. Ich habe es auch unterstützt, ich habe es auch öffentlich gesagt. Ich finde diese Form von zivilisiertem Protest ganz legitim. Und das Thema ist ein Thema, was für mich persönlich auch sehr wichtig ist. Ich hoffe, dass wir die Gesetzeslage dann so hinkriegen, dass eben sowas nicht mehr möglich ist. Sie haben selber angesprochen, weil Sie deutscher Abstammung sind, vielleicht ein bisschen österreichisch, haben Sie jetzt gesagt. Im Wahlkampf hat man ja versucht, genau damit gegen Sie zu spielen. Aber es hat letztlich... Hat ja dann genau nicht funktioniert, wie es auch jetzt nicht funktioniert. Es gibt nach wie vor Politiker, die versuchen, mit schmutzigen Methoden eben irgendwas zu erreichen. Das ist ärgerlich, ich gebe es zu, aber ich denke, man hat es auch bei der Wahl gesehen, die Wähler sind einfach etwas schlauer, etwas informierter, sehen da sehr schnell durch und ich gehe nicht davon aus, dass solche völlig haltlose Anschuldigungen dann irgendwo auf fruchtbaren Boden fallen. Kann ja sogar eher auch etwas Positives haben, wenn man sie mit deutschen Tugenden assoziiert. Das höre ich auch immer wieder. Ja, es kann natürlich. Ich denke, es ist aber wichtig, dass wir aus einer Politik und aus Wahlkampf auf diesem Niveau die Ethnizität möglichst heraushalten. Weil ich denke nicht, dass es relevant ist, dass ich ethnisch Deutscher bin. Ich denke, das, was die Leute von mir erwarten, ist, dass ich ein guter rumänischer Präsident bin. Und das versuche ich auch. Zur Außenpolitik, Schengen-Beitritt Rumäniens, da wollen Sie ja wirklich das relativ bald auch beschleunigt haben. Hätten Sie sich da etwas mehr Unterstützung aus auch speziell Deutschland zum Beispiel gewünscht? Da kam ja bisher nicht allzu viel. Ich muss doch in diesem Kontext sagen, dass die Diskussionen, die ich mit führenden europäischen Politikern hatte, auch mit Bundeskanzlerin Merkel, recht gute Diskussionen waren. Und diese Gespräche haben mir Anlass gegeben zu sagen, ich denke, dass die Schengen-Akte für Rumänien in diesem Jahr noch in Bewegung kommt. Ob wir jetzt dann in diesem Jahr schon einen Beschluss haben oder nicht, das wird sich alles noch zeigen. Aber ich denke, wir sind so weit, dass ein wenig Bewegung in die Sache gekommen ist. Ich habe da, muss ich zugeben, bei allen europäischen Partnern, mit denen ich gesprochen habe, eine Öffnung dieser Sache gegenüber feststellen können. Und das macht mir dann entsprechend Mut, weiterzumachen. Aber da ist ja so ein kleiner, ich sag mal, Haken dabei, jetzt speziell bei was Korruptionsbekämpfung betrifft. Wenn Sie weiter Richtung Schengen wollen, müssen Sie auf Überwachung und Kontrollmechanismen der EU verzichten und das selbst leisten. Sie haben gesagt, wir können das selbst leisten. Sind Sie sich da sicher, dass Rumänien schon so weit ist? Auf jeden Fall. Es ist nicht nur so, dass Rumänien so weit ist. Rumänien ist inzwischen längst nicht mehr das vergessene Land in Osteuropa, was von den Partnern geschützt werden muss. Rumänien ist viel, viel weiter gekommen in diesem Bereich. Rumänien ist effektiv ein, wenn man das jetzt so deutsch ausdrücken kann, ein Sicherheitsgenerator für die ganze Region. Die Sicherheitslage in Rumänien ist sehr gut und ich denke, dass Rumänien für den Schengen-Raum nicht eine Abschwächung darstellen würde. Ganz im Gegenteil, ich sage das allen und ich glaube es, Rumänien wäre für den Schengen-Raum ein Gewinn, weil die Mechanismen, die Institutionen, die wir in den letzten Jahren verstärkt haben, funktionieren. Und das kann dann natürlich den europäischen Partnern zugutekommen.
Sie spielen da sicherlich auch auf die Konflikte an, die sich in näherer Umgebung abwickeln. Ukraine-Krise, Kämpfe in der Ukraine, dann was Transnistrien betrifft, da besteht die Gefahr, dass das der nächste Konflikt sein könnte mit Russland. Wir sind uns dieser Sachen sehr bewusst, weil das passiert in unserer Nachbarschaft. Wir kennen die Situation, wir kennen sie wohl besser als die meisten europäischen Partner. Wir kommen damit zurecht, wir sind darauf vorbereitet. Wir wissen, was da kommen kann und wir bereiten uns vor. Wir warten nicht einfach ab, dass es passiert und dann uns die Frage stellen, was tun. Wir überlegen, was zu tun wäre in jeder Situation. Und es ist klar, dass Rumänien in jedem dieser Konflikte eine wichtige Rolle spielen muss. Wobei wir unsere Rolle jetzt nicht prioritär als militärische Rolle sehen, sondern als einen Stabilitätsfaktor, als ein Land, was ein sehr gutes Know-how vermitteln kann. Wir haben inzwischen zwei wichtige Sicherheitsbereiche, wo wir der Ukraine helfen. Wir haben noch viel mehr Bereiche, wo wir Moldawien beraten und mit Experten aushelfen. Also diese Rolle, die ich sagte, als Sicherheitsgenerator oder Sicherheitsexporteur in der Region, ist nicht eine figurative Rolle. Das ist ganz praktisch. Das hat mit Aufbau von Institutionen zu tun in den Nachbarländern. Das hat damit zu tun, dass wir Experten hinsenden. Und das alles hilft uns natürlich auch, die Lage viel besser zu verstehen. Und dieses Verständnis können wir dann auch unseren Partnern vermitteln. Aber Sie exponieren sich ja auch ganz klar militärisch in Richtung NATO mit der rumänischen Komponente des Raketenabwehrschirmes, NATO-Zentren in Rumänien. Und das ist ja auch ein ganz klares Statement gegenüber Putin in Moskau, aber auch Ihren Nachbarländern Bulgarien, Serbien, Ungarn, die ja doch, wenn nicht ganz pro Putin und pro Russland sind, doch immer wieder liebäugeln oder damit spielen. Ja, also wir liebäugeln in die Richtung nicht. Wir wollen nach wie vor, weil das ist nichts Neues, wir wollen nach wie vor ein stabiler, ein ernsthafter und ein zuverlässiger Partner auch für die NATO, auch für die Europäische Union sein. Und uns ist es schon klar, wir können nicht nur Sicherheitsgarantien empfangen, wir müssen eine aktive Rolle spielen. Von daher die aktive Rolle im Bereich der NATO. Wir sind bereit, eben diese Raketenabwehrbasis in Rumänien zusammen mit den amerikanischen Partnern aufzubauen. Wir wissen, dass das alles nicht einfach ist. Wir wissen, dass das auf jeden Fall Antipathien im Osten für uns beschert. Aber ich denke, wenn man irgendwo mitmacht, in einer Sache, an die man glaubt, dann muss man auch Farbe bekennen und das tut Rumänien. Ungarn bekennt ja im Moment auch Farbe, indem es immer wieder, also ungarischer Ministerpräsident Orbán, die EU etwas provoziert, jetzt zuletzt mit Einführung der Todesstrafe, sollte eventuell möglich sein, etc. pp. Auch immer wieder mit einer sehr großen Nähe zu Putin und zu Moskau. Gleichzeitig haben Sie die große ungarische Minderheit, der Szekler in Rumänien, wo auch immer wieder Orbán zu Besuch kommt, ohne dass es ein offizieller Staatsbesuch ist. Ich frage mich, wie Sie das sehen. Sind Sie der Meinung, dass die Europäische Volkspartei, der Sie ja auch angehören in Brüssel, dass die mit Orbán zu milde umgeht? Ich möchte nicht allzu viel über die ungarische Politik sprechen und wie Ungarn mit sich selbst zurechtkommt. Ich denke, das wollen wir den Nachbarn überlassen. Aber das, was uns sehr interessiert, ist natürlich die nachbarschaftliche Beziehung. Wir haben eben eine Nachbarschaft seit langem. Das sind Jahrhunderte der Nachbarschaft. Wir haben eine große ungarische Minderheit in Rumänien, speziell in Siebenbürgen. Und das sind die Tatsachen, mit denen ich mich auseinanderzusetzen habe. Ich gebe es ehrlich zu, ich sehe da eher die Chancen als die Probleme. Vielleicht im Unterschied zu vielen anderen, die zuerst die Probleme sehen und dann weniger die Chancen. Als
Eben als Angehöriger einer ethnischen Minderheit kenne ich die Problematik von ethnischen Minderheiten natürlich sehr gut. Und von daher muss ich sagen, ich sehe die ungarische Minderheit in Rumänien absolut nicht als ein Problem an. Ich sehe Minderheiten als eine Bereicherung eines Landes und so gehe ich an die Sache heran. Dass es da gewisse Anforderungen gibt, sicher, die muss man sich anhören und dann sehen, was damit zu machen ist. Die ungarische Minderheit ist eine große Minderheit. Es gibt da nicht nur eine Meinung, es gibt sehr viele Meinungen. Es gibt es gibt einige Parteien der ungarischen Minderheit, es gibt eine ganze Reihe von Entitäten, die Stimmen von Bürgern der ungarischen Minderheit vermitteln wollen. Die haben unterschiedliche Auffassungen, aber letztendlich und unterm Strich wollen alle irgendetwas tun, damit es ihnen besser geht. Und ich denke, das wollen Politiker, zumindest sollten Politiker für ihre Wähler sich immer wünschen. Also von daher a priori diese Anforderungen als Probleme darzustellen, finde ich falsch. Manche sind natürlich merkwürdig, andere sind inadäquat. Aber viele dieser Forderungen sind ganz normale Forderungen, die der rumänische Staat, das muss man dem rumänischen Staat auch zugute halten, zum allergrößten Teil schon erfüllt hat. Minderheiten können in ihrer Sprache Schulen haben. Minderheiten können ohne weiteres bei den Parlamentswahlen antreten. Das ist ganz selten in Europa. Wir haben 18 Abgeordnete aus Minderheitenverbänden im rumänischen Parlament, der rumänischen Abgeordnetenkammer. Minderheiten können nicht nur ihre Kultur pflegen in ihrer Muttersprache, sie werden dafür auch vom rumänischen Staat inklusive finanziell unterstützt. Es gibt Medien in den Sprachen der Minderheiten und so weiter und so fort. Also wenn man jetzt einmal anfängt aufzuzählen, dann kommt man sehr schnell drauf, dass es mehr Probleme gibt, die schon längst gelöst wurden, als Probleme, die noch zur Sprache stehen. Ich denke, man soll das alles ein bisschen positiver sehen. Kann man gerne positiv sehen. Und weil sehen. Wir jetzt von ja. Ungarn sprachen, und noch den Orban. Zweiten Teil, die ja. bilaterale Beziehung. Genau. Die bilaterale Beziehung zwischen Rumänien und Ungarn ist gut. Wir haben eine strategische Partnerschaft, aber ich denke, da kann man noch vieles besser machen. Das ist eines der Themen, was ich fast von Anfang meines Mandats schon mit den Vertretern der Regierung, speziell mit dem Außenminister, besprochen habe. Wir wissen, was zu tun ist, wir wissen, wie es zu tun ist und ich denke, es wird möglich sein, dass wir diese Beziehungen noch viel weiter verbessern, um eben eine, wie es so schön heißt, gut nachbarschaftliche Beziehung mit Ungarn zu haben. Ich denke, das wäre in beider Länderinteresse. Jetzt hat meine Frage zum Umgang mit dem ungarischen Ministerpräsident Viktor Orban aus Brüssel natürlich auch darauf gezielt, dass immer dann, wenn wir Brüsseler Politikern die Frage stellen, warum schaut ihr denn so relativ lange zu, wie in Ungarn Menschenrechte, demokratische Rechte eingeschränkt werden, kommt relativ schnell, wir reden mit Orban, aber die Sozialdemokraten sollten endlich mal mit Ponta, mit Viktor Ponta in Rumänien reden, das machen die doch auch nicht. Also da spielen sie sich in Brüssel immer wieder gegenseitig die Bälle zu. Ja gut, man muss jetzt das schon noch so sehen, dass weder Brüssel noch die Europäische Union ein überstaatliches Gebilde sind. Es ist eben eine Union und es ist weder Aufgabe der Europäischen Kommission noch irgendeiner anderen europäischen Institution, sich einzumischen in die Innenpolitik der Mitgliedstaaten. Es gibt natürlich Bereiche, die geregelt sind. Da mischt man sich durchaus zu Recht und gut ein. Aber es gibt Bereiche, wo das in dieser Phase der Europäischen Union nicht gut gesehen ist. Von daher, es ist nicht so, dass jemand aus Brüssel kommen kann und dann einen ungehorsamen Ministerpräsidenten ein bisschen so am Ohr ziehen. Das würde nichts bringen. So was geht einfach nicht. Also ich denke, man muss dann schon ein bisschen sehen, welches die Kompetenzen der Mitgliedstaaten sind, welches die Kompetenzen der Europäischen Union, der Europäischen Kommission,
sind, weil allzu sehr darf man die Sachen da auch nicht mischen. Genauso wie das Europäische Parlament nicht ohne weiteres seinem nationalen Parlament irgendetwas vorschreiben kann, außer es ist europäisches Recht. Genauso wenig kann da jetzt jemand einfach hingehen und sagen, ihr macht das falsch. Das braucht viel Fingerspitzengefühl, das braucht viele Gespräche und letztendlich werden diese Probleme, wie auch alle anderen Probleme in der Politik, nur durch eine Methode gelöst, durch einen vernünftigen Dialog. Dieser Dialog findet ja momentan sehr intensiv mit Griechenland statt. Sie als Vertreter des zweitärmsten europäischen Landes, das eine sehr, sehr heftige Konsolidierungspolitik schon auch einigermaßen erfolgreich hinter sich gebracht hat. Wie betrachten Sie denn im Moment diese Verhandlungen und was müssten Sie befürchten, wenn es tatsächlich zu dem sogenannten Grexit käme? Die Verhandlungen sind schwierig, das geht langsam vorwärts, aber wir müssen feststellen, dass all das, was man negativ prophezeit hat, nicht passiert ist. Die Griechen haben auch gemerkt, dass sie allein nirgendwo hinkommen. Genauso wie die europäischen Institutionen gemerkt haben, dass man manchmal vielleicht doch ein bisschen detaillierter verhandeln muss und nicht gleich von Anfang die Resultate voraussehen. Ich denke, da haben viele gelernt, dass Dialog eben doch die einzige Möglichkeit ist. Dialog bedeutet, dass beide Seiten unter Umständen etwas zurückstecken müssen von ihren ursprünglichen Erwartungen. Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass es einen sogenannten Grexit geben wird. Und ich bin recht zuversichtlich, dass die anderen das genauso sehen. Falls dann doch, werden wir eben dann drüber sprechen. Naja, aber so einen Plan B muss man ja mal in der Tasche haben. Für Rumänien würde das weder wirtschaftlich noch politisch irgendwelche enormen Folgen haben. Es wäre natürlich für Rumänien genauso ein Problem wie für die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und an und für sich, denke ich, wäre das ein grober Fehler und ein Rückschritt. Aber es würde Rumänien als Event nicht in eine komplizierte Situation bringen. Ihre eigene Konsolidierungspolitik, wo steht die im Moment? Was würden Sie sagen, wirtschaftlich für Rumänien? Wir stehen gut da. Rumänien hat zurzeit ein Wirtschaftswachstum zwischen 2 und 3% pro Jahr, was nicht schlecht ist in der Europäischen Union. Wir haben eine Inflationsrate, die wohl in diesem Jahr unter die 2%-Marke kommen wird. Und ich denke, das allein zeigt schon, dass die Stabilität sehr gut ist. Wir haben eine für im europäischen Vergleich sehr geringe Staatsverschuldung. Und wir haben ein Haushaltsdefizit, was sich in diesem Jahr um die 1,5 bis 1,6% bewegen wird. Und für die nächsten Jahre gehen wir nicht davon aus, dass es über die 2% kommt, wobei strukturell 1% angestrebt ist. Ich gehe davon aus, dass diese Grenzwerte eingehalten werden und Rumänien nach wie vor sehr stabil bleibt. Wir müssen auf die CIA-Gefängnisse zu sprechen kommen. Der ehemalige rumänische Präsident Iliescu hat gesagt, es hätte damals vor dem NATO-Beitritt Rumäniens CIA-Zentren in Rumänien gegeben. Wie weit sind denn da jetzt die Untersuchungen fortgeschritten? Wie viele gab es da, wo waren die und für was waren die zuständig? Ich kann als Präsident von Rumänien sagen, dass ich keine Informationen habe, die mir zeigen, dass es sogenannte illegale CIA-Gefängnisse auf rumänischem Boden gegeben hätte. Ich weiß aber genauso, dass die rumänische Generalstaatsanwalt dieser Sache nachgeht. Es gibt noch kein Resultat. Ich weiß, dass vor ein paar Jahren auf eine ähnliche Anfrage der rumänische Senat
das Problem hat eruieren lassen, das Resultat war negativ, es habe keine CIA-Gefängnisse gegeben. Warum behauptet Iliescu das dann? Das, und sein Sicherheitsberater auch, ne? Das war eine falsche Ausdrucksweise. Ich habe dann nachgefragt und man hat sich interessiert, man hat auch mit dem Ex-Präsidenten Iliescu gesprochen. Er hat tatsächlich gesagt, er habe eine CIA-Niederlassung genehmigt. Tatsache ist, die gibt es bis auf den heutigen Tag. Es ist tatsächlich ein Büro, ein kleiner Bürokomplex der CIA, wo eben auch CIA, auch unsere Dienste sich treffen, miteinander arbeiten. Also es ist ganz und gar nicht die Rede von einem Gefängnis. Es ist eher eine Art Zusammenarbeitszentrum. Also ganz das Gegenteil von dem, was manche verstanden haben. Ich finde es schade, dass die ursprüngliche Ausdrucksweise etwas undeutlich war und diesen Schluss zugelassen hat. Nach dem, was ich eruieren konnte, war da keinesfalls von CIA-Gefängnissen die Rede. Wir haben das Interview begonnen mit Korruptionsbekämpfung. Das war einer der wesentlichen Punkte, mit dem Sie im Wahlkampf angetreten sind und schließlich auch gewonnen haben. Ein weiterer Punkt war, ich möchte die Beziehungen zu Deutschland verbessern, weitere deutsche Investoren ins Land holen. Wo stehen Sie da? Ja, ich denke, da stehen wir ganz gut. Ich habe nach wie vor eine sehr gute Beziehung zu Deutschland. Sie wissen, ich habe auch meinen ersten offiziellen Besuch in Deutschland absolviert, mit sehr guten Gesprächen, sehr guten Kontakten. Ich habe sehr gute Kontakte zu der deutschen Wirtschaft. Ich denke schon, dass das vernünftig weitergehen wird. Herr Präsident, ich danke Ihnen sehr herzlich. Danke. Für das Gespräch.